Grüße aus dem Dschungel. Ruckelpiste unterwegs in den Dschungel, weil unsere dreitägige Tour heute startet. Und ja, wir haben direkt richtig gutes Wetter, also es schüttet. Aber ich meine, wir fahren auch in den Regenwald. Also wenn es nicht regnen würde, wäre das ja sehr unauthentisch und dann müssten wir uns ja Geld zurückzahlen. Also von daher freuen wir uns natürlich. Immerhin sitzen wir in einem geschlossenen Auto und nicht wie mal drauf, irgendwie in Autos mit offenen Fenstern oder so. Von daher alles gut, alles gut. Wie man vielleicht hört, es regnet immer noch. Wir sind aber jetzt inzwischen angekommen und bevor wir jetzt weiter erzählen, wie es hier so ist, ja, wo sind wir überhaupt? Ja, wir sind jetzt am China-Batang-Fluss. Wenn es nicht stimmt, blenden wir es ein. Wir sind jetzt an einem Fluss und ja, an diesem Fluss halt in einer Unterkunft und das ist halt die Tour, die wir machen. Also wir sind jetzt für 2 Nächte hier, 3 Tage und machen von hier aus so Ausflüge. Also wir fahren mit dem Boot und wir machen so Walks, Tracks in den Dschungel, nachts und tagsüber. Das mit dem Boot glaube ich nur tagsüber und suchen Tiere. Also wir suchen nicht Tiere, sondern wir versuchen Tiere zu beobachten, weil dieser Fluss halt super bekannt dafür ist. Es ist so ein eingerichtetes Schutzgebiet, damit sich hier halt Tiere bewegen können. Unsere erste Bootstour geht jetzt gleich los und weil es immer noch ein bisschen regnet und jederzeit wieder schlimm werden könnte, haben wir jetzt diese schönen Dinger an. Weil wir leider ja keine vernünftigen Regenjacken haben. Das wäre jetzt in dieser Hinsicht echt gut. Aber ich glaube, wenn es hier richtig regnet, dann hält auch die gute Regenjacke nichts mehr aus. Also mal sehen. Wir haben jetzt gerade Schlangen beobachtet und haben dann plötzlich neben uns einen Elefanten gehört, also in unmittelbarer Nähe. Hat voll einfach an uns vorbeigelaufen. Also die erste Bootsfahrt war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Wir haben Nasenaffen gesehen, 2 Arten von Nashornvögeln, dann die Schlangen natürlich, noch ein paar andere Affen und dann das Highlight natürlich der Elefant. Was uns jetzt auf jeden Fall noch fehlt, sind die Orangutans und die Krokodile. Und dann meinte unsere Bootsführerin, wenn wir die auch noch sehen, dann haben wir richtig abgesahnt. Wir hatten auch einfach richtig Glück jetzt mit dem Wetter, dass also es hat quasi genau aufgehört zu regnen, als wir ins Boot sind. Also das war nice. Also auf jeden Fall war es schon richtig viel Glück für die erste Fahrt und ich freue mich auf die nächsten. Aber jetzt geht es gleich erst nochmal auf die Nachtwanderung. Small insect. Thank you.
6 Uhr morgens. Früh, früh. Ja, und jetzt das Erste, was wir heute machen, ist wieder auf eine Flussfahrt zu gehen. Ja, wir haben irgendwie das Programm gestern ein bisschen falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, wir müssen jetzt direkt loswandern, aber immerhin müssen wir erstmal nur sitzen vorm Frühstück, weil Frühstück gibt erst danach. Wir haben jetzt schon Hunger. Schlafen. Doch hart, dann auf einmal so früh aufzustehen. Viele Tiere haben wir nicht gesehen, vor allem Vögel. Das mega geile war einfach die Natur. Also so die ganzen Bäume in diesem Nebel gehüllt zu sehen, ist schon einfach Hammer. Aber ja, ich habe jetzt so doll Hunger. Ich freue mich jetzt richtig aufs Frühstück. Ein Frühstück und ein längerer Mittagsschlaf, Vormittagsschlaf später, geht's jetzt wieder in den Dschungel auf den nächsten Tag. Also wir hatten jetzt sogar echt Glück. Es gab zwei Gruppen und die zweite, in der wir waren, waren einfach nur 3 Leute, die andere 10. Also das war ziemlich cool. Jetzt haben wir wieder erstmal Pause, nachher gibt es dann Mittagessen und dann geht das Ganze wieder von vorne los und wir haben dann nochmal abends eine Flussfahrt. Aber jetzt davor zeige ich euch jetzt nochmal kurz, wie es hier so aussieht. Unser Zimmer können wir euch jetzt leider nicht mehr so gut zeigen, weil wir dachten ja erst, wir sind alleine. Aber ja, eine halbe Stunde später kamen dann noch 3 weitere Leute rein, also sind jetzt 5 von 6 Betten belegt. Und ja, die anderen sind halt jetzt alle drin. Aber ich glaube, ein bisschen habt ihr gestern schon gesehen. Das hier ist die Hütte, wo die ganzen Zimmer untergebracht sind. Das hier sind die Bäder. Davon gibt es 6 Stück. Alle Hütten und so sind hier mit diesen Wegen verbunden. Das hier ist die Rezeption und die Essensgegend. Hier wird immer das Buffet aufgebaut. Hier sind dann die Tische zum Essen. Und die Aussicht hat man dann beim Essen. Thank you.
Letzter Morgen jetzt. Also jetzt auch unsere letzte Flusstour, unser letzter Programmpunkt generell. Und ja, ich bin nochmal echt gespannt und hab die Hoffnung, dass wir doch nochmal Orang-Utan sehen. Also die Zeit ging einfach so schnell rum. Wir hatten ja gestern Abend noch eine richtig coole Nachtwanderung. Irgendwie machen mir die Nachtwanderung echt Spaß, weil es irgendwie sowas Besonderes ist. Bisschen müde. Hoffentlich schlafe ich nicht wieder ein wie gestern. Nein, ich bin nur auf dem Rückweg ein bisschen weggenickt. Ja, und genau, auf geht's. Das war unsere Zeit im Dschungel. Also es ging jetzt verdammt schnell vorbei. Also wir hätten auf alle Fälle auch noch einen Tag länger bleiben können oder wollen. Also war schon ziemlich cool. Ja, und wir hatten auch sogar ziemlich viel Glück. Also von den Big Five, die es hier so gibt, haben wir immerhin... Das sagen die so scherzhaft. Genau. haben wir immerhin vier gesehen. Elefant, Nashornvogel, Krokodil, Nasenaffen und Orang-Utan. Orang-Utan fehlt uns, aber ja. Ja, das ist so vielleicht die einzige kleine Enttäuschung. Es ist halt auch wahrscheinlich der Ort oder zumindest einer der Orte in Borneo, um Orang-Utans in der Wildnis zu sehen. Und deswegen dachte ich, dass die Chancen auf jeden Fall gut sind und hatte das auch gelesen. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Frau getroffen, die schon zum dritten oder vierten Mal dort war und sie meinte auch, sie hat noch nie welche gesehen. Also vielleicht hatten wir jetzt auch gar nicht so arg viel Pech, sondern es ist halt irgendwie, ja, man kann sie halt sehen oder halt nicht. Richtig cool war für mich auf jeden Fall die Schlangen zu sehen, das wollte ich unbedingt schon mal immer. Und den Elefanten natürlich, ich meine, der ganze Auftritt vom Elefant, also als wir ihn zuerst gehört haben und dann gesehen haben, das war einfach so aufregend und das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich würde halt sagen, für mich war das Highlight sogar die Flussfahrten an sich, weil ich es so cool fand, so in Borneo zu sein und auch diesem braunen, breiten Fluss da lang zu fahren. Also es war so ein cooles Gefühl. Jetzt bleibt nur noch Wunden lecken für mich, weil ich wieder viel zerstochen wurde. Mein ganzer Arm ist verformt, mein Gesicht, meine Beine. Aber okay, das ist der Preis, den man zahlen muss. Und es liegt nicht daran, dass ich mich nicht eingespült hätte. Ich habe wieder, glaube ich, eine halbe Packung alleine benutzt und trotzdem wurde ich am meisten gestochen von allen, die ich so gesehen habe. Ja, also wir haben jetzt noch ein paar Tage auf Borneo und ja, schauen, was wir noch so machen und dann geht's für uns erstmal weiter.